Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Build. Jo, heute geht es mal allgemein um den Baumodus in The Sims 4. Und zwar wurde ich gefragt, was ich mir dann irgendwie denken könnte oder wünschen würde, was es ja für Tools noch eventuell in dem Baumodus geben könnte und was mich allgemein an dem Baumodus stört. Ja, allgemein dazu gesagt, was ich mir an Tools bzw. an Möglichkeiten noch wünsche, also da gibt es eigentlich einiges. Ich weiß nicht, ob ihr das diese Software kennt. Das Ganze nennt sich Google SketchUp und ist, glaube ich, so eine Art Architektenprogramm. Und dort kannst du eigentlich wirklich alles bauen und wie du halt möchtest, mit runden Wänden und kleine Vorsprünge an der Wand und solche Scherze, wirklich alles, was man sich so vorstellt. Also soweit ich es dort in dem Programm mitbekommen hatte, ich habe es selbst noch nicht verwendet, habe das nur mal auf YouTube gesehen, halt von anderen YouTubern, die damit gebastelt haben oder was. Und würde mir irgendwo wünschen, dass ja eine abgespeckte Version davon eventuell irgendwie in den Baumodus von The Sims 4 implementiert werden würde. Dass man jetzt zum Beispiel den Baumodus in The Sims 4 vielleicht in zwei Sparten oder halt in zwei Kategorien halt teilt. Einmal in den einfachen Modus, wie man es jetzt vielleicht jetzt hier aktuell schon hat. Und halt eventuell, weiß ich nicht, vielleicht eine Profi-Version, sage ich jetzt mal. Was das Ganze, oder wo die Tools halt doch etwas komplizierter sind. Aber ja, mir zum Beispiel da vielleicht einfach viel mehr Möglichkeiten gibt oder ne, da halt viel mehr draus zu machen und sei es jetzt irgendwie die runden Wände. Gut, die wünsche ich mir jetzt auch schon für den jetzigen Modus, dass man einfach die runden Wände ziehen kann, beziehungsweise es einfach so handhabt, wie man es jetzt aktuell auch mit den mit diesen runden Fundamenten und mit dem Zaun hat, den man halt einfach drauf platziert und da hast du auch die Rundung drin, die du halt dann da gebaut hast. Das würde ich mir wirklich sehr gerne wünschen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie mal eben so einfach machbar wäre, beziehungsweise dass EA sich da eventuell schon mal einen Kopf gemacht hat, den Baumodus eventuell so weit auszureifen oder beziehungsweise auszubauen und ja, denke ich nicht. Allerdings gibt es doch wirklich einiges, was ich mir wünschen würde. Wie gerade schon gesagt, ich rede jetzt von dem normalen Baumodus, wie wir ihn jetzt haben, mal ganz fernab von dem Thema, was ich gerade eben angesprochen habe, mit dem Profi-Modus oder was mit zigtausend weiteren Funktionen. Jetzt aktuell die runden Wände würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man die Punkt 1 die halben Wände wieder hat, beziehungsweise dass man einfach eine Wand zieht und einfach mehrere Einstellungsmöglichkeiten an der Höhe hat. Sprich nicht nur wie jetzt diese drei Stufen, die man hat, einmal ne, ganz klein, Mittelmaß und dann halt ganz hoch, sondern dass man da wirklich entscheiden kann, was weiß ich, halt mehrere Stufen, die man auswählen kann. Es muss jetzt nicht genau auf Millimetermaß selbst einstellbar sein, aber halt wie gesagt mehrere Stufen. Und ja, mein Schnupfen hat sich ein bisschen weiter ausgereift. Ich krieg's Kotzen. Nein, das hoffe ich mal nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann zum Beispiel die Möglichkeit wieder die Säulen irgendwie in der Höhe selbst zu verstellen. Wir hatten auch mit so einem Regler, wie wir es auch von dem Fundamentchen die Sims 4 kennen. So in der Art hatten wir es ja damals auch in die Sims 3, dass wir dort halt die Höhe der Säulen und so weiter und so fort halt einstellen konnten. Ja, ansonsten, Gott, da ist vieles. Zum Beispiel irgendwie leichter irgendwelche Fenster irgendwie miteinander kombinieren und halt zusammenfügen. Gut, das geht vielleicht mit dem Cheat Move Objects. Allerdings entsteht dort halt ein Grafikfehler. Und dieser Grafikfehler ist nicht so schön und ich habe es ja schon mehrmals ausprobiert, irgendwelche Fenster ineinander zu setzen und sah dann doch irgendwie kacke aus und hab's dann wieder gelöscht und das finde ich schade, dass es das halt nicht möglich ist und dass das, wie gesagt, sie halt ineinander greifen und du halt mit den Fenstern halt irgendwelche verschiedenen Eigenkreationen machen kannst und das Ganze halt noch ein bisschen individueller darstellen kannst, das ganze Haus. Weil ich meine, wenn du jetzt ein Haus baust,
Es ist wirklich komplett Rohbau. Hast vielleicht gerade noch die Wandbelege außen gesetzt. Sieht das Ganze immer noch, egal wie verwinkelt das Haus ist, immer noch aus wie so ein Klotz. Setzen dann aber gerade mal 2-3 Fenster hin, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. So, und was ich damit sagen will, Fenster und auch Türen machen wirklich sehr, sehr viel her, gerade so von der Außenansicht von dem Haus. Entschuldigung. das wäre wirklich eine Sache, dass das, glaube ich, gar nicht so problematisch wäre, das Ganze zu beheben. Wie ich gerade sagte, das mit dem, wenn man Move Objects halt aktiviert, dass man Fenster halt ineinander greifen lässt, beziehungsweise übereinander baut und sie dann trotzdem halt normal dargestellt werden. Also ohne irgendwelche Grafikfehler oder so. Das wäre wirklich eine Sache, doch, ja. Das wäre schon schnieke, wa? Nee, sonst, was würde ich mir noch wünschen? Ich würde mir eine etwas größere Palette an Texturen wünschen, was Wandbelege und vor allem auch Bodenbelege angeht. Gerade auch was Teppiche angeht. Oder auch Farben für Teppiche. Ich weiß zwar, es gibt einen Mod, welcher wieder neue Teppiche mit ins Spiel bringt, aber das bringt mir ja nichts. Da, wenn ich diesen Mod drin haben würde, dann noch diese Teppiche verlegen würde, dann müsste jeder einzelne User, der sich dieses Haus dann runterlädt, diesen Mod auch drin haben. Und das ist dann kacke und nee, das, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann soll es schon so funktionieren, dass es einfach, ne, wenn man es runterlädt, dann ist es halt auch so da. Demnach wünsche ich mir wesentlich mehr Wandbelege und auch neue Bodenbelege, beziehungsweise halt von der Textur her. Gerade auch so, was die Text oder ja, Wandbelege für das futuristische Bauen, für das moderne Bauen. Da gibt es zwar ein bisschen was, aber ist auch schon wieder ausgeleuchtet. Und ja, weiß ich nicht. Da, das wäre schön, wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde. Des Weiteren, ja, was mich eventuell stört. Stören nicht direkt. Ich wurde damals, bevor Sims 4 rauskam, wurde ich ja oft gefragt, du Passi, was hältst du davon, dass es den Create-a-Style, wenn man so, in die Sims 4 nicht mehr vorkommen wird, beziehungsweise nicht mit implementiert wurde oder wird. Fand ich zu dem Zeitpunkt nicht schlimm, finde ich heute auch noch nicht schlimm, weil es gibt ja wirklich eine Reihe an Farben oder auch Farbpaletten pro Objekt, die man auswählen kann. Allerdings wünsche ich mir da doch ein bisschen mehr. Zumal, dass sie dann halt auch, gerade was so simple Sachen beim Hausbau angehen, zum Beispiel die Fenster, dass wirklich bei jedem Fenster und bei jeder Tür die gleiche Farbvariation vorhanden ist. Zum Beispiel gibt es jetzt bei Fenster A nicht die gleichen Farben oder Farbkombinationen wie bei Fenster D oder was, keine Ahnung. Und das sind wiederum dann Fenster, die du gerne benutzen möchtest, aber dann halt nicht in der normalen Farbe, sondern halt schon angepasst, wie das ganze Haus an, oder die allgemein, die Fenster, die am Haus platziert sind, wie diese halt angepasst sind, so meine Fresse. Das würde ich mir schon wünschen, dass man da nochmal schaut. Und, ja. Aber wie ich halt am Anfang sagte, dass das mit dem zwei gespaltenen Baumodus ist, das wäre schon eine schöne Sache. Weil ich meine, da könnte man halt entscheiden. Ist man halt schon so weit, kann man eventuell was mit den, ich sag jetzt mal wirklich vorsichtig, Profi-Werkzeugen was anfangen, hat man im Kopf etwas, das man gerne umsetzen möchte und weiß, dass man es mit den Profi-Werkzeugen umsetzen kann, dann wählt man diesen Modus aus. Ist man sich sicher, nee, man ist noch nicht so weit, dann probiert man halt oder baut man halt noch mit dem einfachen Modus, wie man jetzt aktuell in die Sims 4 kennt, halt seine Häuser und wechselt dann halt mal bei Bedarf und probiert halt rum. Ich meine, ne, Übung macht den Meister. Ja, aber wie gesagt, da denke ich mal nicht, dass irgendwie sowas kommen würde, aber sowas würde ich mir schon irgendwo wünschen, dass halt noch mehr Funktionen geliefert werden, um wirklich individuelle Häuser bauen zu können. Ich meine, in die Sims 3 war es ja so, dass man mit Hilfe des Cheats Constraint for Elevation Falls True Dingens halt die Wände und so weiter runtersetzen konnte, unter anderem natürlich, und damit halt auch wirklich viel Spielraum hatte,
Plus, das ist jetzt hier in die Sims 4 nicht mit implementiert und hat ja auch was mit dem Gameplay allgemein zu tun, dass es halt in Sims 3 ja zu vielen Bugs und auch teilweise Spielabstürzen kam. Und ja, würde da einfach nur EA irgendwie mal raten, dass wenn man dann sowas macht und auch veröffentlicht, dass man das Ganze erst durchtestet und so lange programmiert, bis das Ganze auch flüssig läuft. Und ich bin mir sicher, das Ganze kann man irgendwie so hin programmieren, dass das Ganze so funktioniert, wie es soll, ohne derartige Bugs mit ins Spiel zu bringen oder gar Spielabstürze hervorzurufen. Ja, da sind wir auch schon wieder in der Endcard. Zur letzten Folge kommt ihr wie immer, wenn ihr links klickt, und auf der rechten Seite kommt ihr zum letzten Bild Holiday Dream. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, direkt darunter findet ihr einen kleinen Button, der nennt sich Abonnieren. Könnt ihr kostenlos draufklicken und Spaß haben, wenn meine nächsten Videos kommen. Also Leute, macht es gut, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich gehe mich jetzt auskurieren. Macht es gut und tschüss.